Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Montag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Ich habe wieder mal ein paar Nachrichten für euch, unter anderem zu Borderlands. Das wird hier bei Steam ordentlich gereview-bombt. Jetzt hat sich Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, dazu geäußert. Außerdem gibt es 19 Minuten Gameplay zu einem Spiel namens Devil's Hunt, das so ein bisschen nach Devil May Cry aussieht. Dann habe ich noch ein bisschen was zu Watch Dogs 3. Da scheint jetzt das Gerücht so ein bisschen bestätigt worden zu sein, dass es wohl in London spielen wird. Und Microsoft arbeitet an einem neuen Abo-Modell, das Game Pass und Xbox Live Gold miteinander kombiniert. Zurzeit ist es so, dass bei Steam die alten Borderlands-Teile gereview-bombt werden, kriegen schlechte Reviews von Nutzern, weil diese empört sind, dass Borderlands 3 im Epic Games Store zeitexklusiv erscheinen wird. Jetzt hat sich Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, dazu geäußert und er hat gesagt, dass es ironisch ist, dass der Missbrauch dieses Review-Systems bei Steam möglich ist. Und weil Steam nichts gegen solches Verhalten tut, ist er so ein bisschen glücklich mit der Entscheidung, dass 2K sich für den Epic Games Store entschieden hat. Und vielleicht sollte auch Gearbox seine aktuelle Haltung gegenüber Steam überdenken, da hat er geschrieben. Ne? Ja, Mai kann man schon schreiben, ich bin mir ziemlich sicher, das wird die Leute noch ein bisschen mehr auf die Barrikaden bringen. Ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Review-Bombing ist natürlich nicht schön, Store-Exklusivität aber auch nicht wirklich. Tja, man hat es ja immer selber in der Hand, ne? Vote with your wallet. Jason Schreier von Kotaku hat es mal wieder getan, ne? In einem aktuellen Artikel, wo es darum geht, dass das nächste Assassin's Creed wohl mit den Wikingern zu tun haben wird, was ja auch bei Division quasi so angeteasert wird und laut seinen Quellen dem auch dementsprechend auch sein soll, droppt er so ganz nebenbei in einem Satz, dass Watch Dogs 3 wohl in London spielen wird. Da gibt es ja schon länger das Gerücht zu, weil am Ende von Watch Dogs 2 werden Koordinaten eingeblendet und diese führen zu Brixton in London. Und in diesem Artikel hat er dann eben gesagt, so, dass er angeblich in London spielt, in Klammern, ja, wird es. Also, ne, da hat er auch schon wieder irgendwas an der Angel und weiß somit ein bisschen mehr als wir. Bin ich gespannt, ob dem so sein wird. Vor allem bin ich gespannt, ob Watch Dogs 3 noch für diese Konsolengeneration kommen wird oder für die nächste oder eventuell für beide. Ne? Ihr wollt Gameplay haben? Nun, da gibt's jetzt jede Menge für zu einem Spiel namens Devil's Hunt. Satte 19 Minuten Gameplay gibt es jetzt dank der PAX East, der Messe, die wir auch in der letzten Folge in SatCoin behandelt haben. Das Ganze wird ein Third-Person-Action-Spiel, das den Krieg zwischen Engeln und Dämonen behandelt. Man spielt einen Held namens Desmond und was man in dem Material sieht, hat er dann auch so eine Art Dämonenarm. Sieht so ein bisschen aus wie bei Devil May Cry. Bloß nicht irgendwie ganz so gut, ne? Ob das Ganze gut wird oder schlecht wird, das wird sich noch zeigen. Es soll dieses Jahr im dritten Quartal noch erscheinen für PC, Xbox und PlayStation 4. Microsoft arbeitet angeblich an einem neuen Abo-Modell. Das Ganze soll Xbox Game Pass Ultimate heißen und ist im Endeffekt nichts anderes als Xbox Live Gold und der Game Pass in einem. Bis jetzt ist ja so, die musste man beide gesondert buchen, hat dann im Monat um die 20 Euro gezahlt. Und dieser Ultimate Game Pass, da soll das Ganze dann 15 Euro im Monat kosten. Man spart sich also 5 Euro. Mehrere Quellen haben das gegenüber diversen Webseiten, wie zum Beispiel The Verge, bestätigt, dass daran gearbeitet wird, beziehungsweise dass das kommen soll. Hätte ich nichts dagegen, macht ja im Endeffekt auch einfach nur Sinn. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Bis morgen wieder. Tschüss, Sikorski.